Vielleicht tun wir irgendwann durch den Wald und was mehrfach versuchen. Das wird von Mal zu Mal lustiger. Lach nicht so. Wir brauchen wohl einen Kompass. Hä? Nochmal reden. Wann bekomme ich eigentlich meinen eigenen Wagen? Guter Witz. Du kannst von Glück reden, dass du dir die Zahnbürste nicht mehr mit Opa teilen musst. Ach, er schläft im selben. Okay. Wofür brauchen wir die ganzen Sachen? Den Schlüssel und so und... Ja. Vielleicht können wir die Falle aufschließen mit dem Schlüssel. Etwas rausnehmen. Bloß keine Ahnung, was da reinkommt. Das eignet sich nicht, um Feuerdrachen anzulocken. Opa benutzt immer nur... Wo kriegen wir Eier her? Das eignet sich nicht, um Opa bin... Das eignet sich nicht, um Opa benutzt... Vielleicht finden wir hier mal Eier drin. Hier ist doch eine kaputte Eierschale. Kochbuch. Tja, das ist so viel zu... Opa kocht mit viel. Vielleicht sollten wir tatsächlich darüber nachdenken, einfach gleich das Kochbuch zu essen. Das würde uns allen einiges ersparen. Kochen ist Opas auch nicht, dass ich... Da kann man mal... Ich meine... Tja. Kochen ist Opas nicht, dass... Da kann man mal... Ich meine... Hatten wir. Okay, hier müssen wir wohl ein bisschen experimentieren. In der Familie, der mir zuhört. Tja, Bärenkrallen haben wir noch nicht versucht. Brunos Krallen müssten mal wieder geschnitten werden. Zu dumm, dass Opa die Säge verlegt hat. Tja, vielleicht müssen wir mal mit Opa reden. Ja, machen wir das doch einfach mal. Hallo, Opa. Oh, hallo, Ben. Du siehst ganz anders aus. Hast du einen neuen Hut? Ich bin nicht Ben, Opa. Ich weiß, Ben. Sie machen die Hüte nicht mehr so wie früher. Ich bin Sedgwick. Als ich noch ein kleiner Clown war, da gab es noch richtige Hüte. Mit großen, festen Bommeln. Sedgwick. Dein Enkel. Ich konnte mit meinen Bommeln einen ausgewachsenen Ochsen K.O. schlagen. Ich weiß, das arme Tier. Aber damals trug man die Hüte ebenso. Was hast du auf dem Herzen, Ben? Tja. Ich wünschte, du würdest mich nicht immer mit Ben verwechseln. Ja, die Welt ist ein Jammertal, wenn man jung ist. Alle sind gegen einen. Aber es gibt Schlimmeres als zwickende Hüte und zwickende Hemdsärmel, weißt du? Wie immer lausche ich dir gebannt, Opa. Im Alter kommen noch zwickende Schmerzen und zwickende Hosen hinzu. Das, mein Junge, ist die wichtigste Erkenntnis, die das Alter für dich bereithält. Weite Hosen sind die treuesten Freunde, die du dir wünschen kannst. Himmel. Hat er es schon wieder geschafft, das Thema auf seine Hose zu lenken? Ja, seine Hose. Ich habe schon wieder einen dieser schrecklichen Albträume gehabt. Es gibt einen Reim zu diesem Thema, den ich noch aus meiner Jugend kenne. Leider ist er mir entfallen. War es vielleicht, Träume sind Schäume? Was, so ein Unsinn. Träume sind keine Schäume. Schäume sind sehr nützlich. Unsere Wurftorten bestehen fast nur aus Schaum. Außerdem rühre ich mir morgens immer einen Löffel Rasierschaum in den Kaffee, damit er länger warm bleibt. Und das funktioniert? Nein, aber man bekommt schreckliche Kopfschmerzen davon. Und wenn du Kopfschmerzen hast, ist dir egal, ob der Kaffee kalt ist. Tja. Ich würde mich gerne im Herbstwald umgucken, aber ich verlaufe mich immer. Du willst spazieren gehen? Hast du Spot denn schon was zu trinken gegeben? Ja, Opa, es ist alles erledigt. Na, dann hast du dir auch einen kleinen Spaziergang verdient. Aber gib Acht!
Der Herbstwald ist groß und dicht, wie mein Bart. Man kann sich leicht darin verirren, ebenfalls wie in meinem Bart. Das habe ich schon gemerkt. Am besten, du nimmst meinen Kamm, ich meine Kompass. Wo habe ich ihn nur hingelegt? Ich weiß. Er liegt im Wohnwagen unter dem Bett. Prima, im Wohnwagen unter dem Bett. Unter dem Bett war das, nicht wahr? Ja, unter dem Bett. Ich nasche nachts gerne noch einen Löffel. Du naschst davon? Vom Kompass? Ich weiß, dass es ungesund ist, aber in meinem Alter... Bist du dir sicher, dass du den Kompass meinst? Nicht vielleicht Kompott? Kompott? Was unterstellst du mir da? Hast du etwa in meinen Aufzeichnungen geschnüffelt? Und überhaupt... Wenn ich so etwas planen würde, dann ginge dich das gar nichts an. So ein Kompott kann große Kreise ziehen. Ein Kompott, das große Kreise zieht? Ja, also halte besser deine Nase daraus. Och, Opa, du meinst Komplott. Du planst ein Komplott. Ein Komplott? Wovon redest du nur? Den Komplott muss man nicht groß planen. Ich habe gerade vorhin eines angelegt, direkt hinter dem Wohnwagen. Das war ein Kompost. Unmöglich. Den Kompost habe ich doch immer bei mir. Den Kompost? Ja, er ist in meiner Hose. Da bin ich mir ganz sicher. Moment, hier ist er. Opa, das ist nicht der Kompost. Das ist der Kompass. Ja, okay, müssen wir nicht unter dem Bett nachgucken. Aber wo ist dann der Kompost? Kannst du mal bei mir unter dem Bett nachsehen? Oh, Schreck. Mach ich. Später. Erinnere mich einfach nochmal dran. Erst einmal gehe ich in den Herbstwald. Aber sei rechtzeitig zum Mittag wieder zurück. Hörst du? Nein, danke. Es gibt ja doch wieder nur Petroleumsuppe. Was war das? Auch nichts. Danke, Opa. Oh, Schreck. Er hat also Kompost am Bett. Oder auch irgendwas anderes. Sag mal, Opa, du hast doch viel erlebt. Ha! Das will ich meinen. Frag mich ruhig so viel, wie du nur tragen kannst. Was weißt du über den Herbstwald? Der Herbstwald ist ein verwunschener Ort voller Geheimnisse. Seltsame Kreaturen wohnen darin. Aber lange nicht mehr so viele wie früher. In der Vorzeit haben hier die unterschiedlichsten Völker gelebt. In zahlreichen Ruinen und Höhlen findet man noch immer ihre Spuren. Als ich als Kind hier war, stand das halbe Tal noch unter Wasser. Jetzt gibt es nur noch den kleinen See mit der Insel. Und am Meer kann ich mich im Moment nicht erinnern. Kein Wunder. Du kennst ja nicht einmal mehr deine Haarfarbe, wenn du eine Stunde lang nicht in den Spiegel guckst. Aber ich weiß noch, dass sie mit G beginnt. Das zählt nicht. Du rätst nur. Aber ich habe recht. Ja schon. Siehst du, und mehr will ich gar nicht wissen. Oh, bitte lass es gelb sein. Okay. Was weißt du über Albträume und Visionen? Ich weiß genug darüber, dass ich mir nicht anmaße, eine Meinung dazu abzugeben. Nur echte Orakel können Träume deuten. Und auch nur sie können dir sagen, ob es sich um eine Vision handelt. Ich dachte auch einmal, ich hätte eine Vision, weißt du? Ein Engel erschien mir und sprach, dass meine Hose dir einst die Welt retten wird. Ich war so aufgeregt. Ich machte Pilgerfahrten, scharte Jünger um mich und veranstaltete Gottesdienste. Und das ohne jemals die Hose zu wechseln. Schließlich offenbarte mir eine Zigeunerin, dass alles nur ein Albtraum war. Oh je, Ben. Du kannst dir kaum vorstellen, wie sehr ich mich geschämt habe. 5 Jahre Kloster und das Ganze nur wegen eines Peperoni-Auflaufs vor zu Bett gehen. Ja. Weißt du was? Ich schlage es einfach selber nach. Ja, sicher ist sicher. Ich wirke zwar noch immer sehr klar im Kopf, aber manchmal geraten mir doch hier und da ein paar Details durcheinander. Bis später. Kopf hoch, Ben. Oh Mann. Nun, dann gehen wir mal mit dem Kompass hinlang. Okay. Ich sagte mit dem Kompass. Mit dem Kompost. Mit dem Kompost hier entlang. Mit dem Kompass.
jetzt den Kompass benutzt, oder? Der bringt von nix. Hä? Und ja, warum? Warum denn nicht? Ja. Der Kompass zeigt nach Norden. Dort ist alles still, öd und einfarbig. Es muss wunderbar sein. Der Kompass zeigt nach Norden, wo die Menschen... Es muss wunderbar... Was hat er gesagt? Der Kompass, wo die Menschen noch wissen, wie man schweigt. Okay. Mit Kompass entlang. Hier ins Land. Na komm. Das muss doch irgendwie funktionieren. Das wird von Mal zu Mal lustiger. Tja, also. Also wenn wir den Kompass nicht benutzen können. Ich habe mal gelernt, wie man sich einen Kompass aus einem Korken baut. Gut, dass Opa noch einen echten Kompass hatte. Das hätte mein Abenteuer nur unnötig in die Länge gezogen. Ja, das zieht das jetzt hier auch in die Länge, wenn ich nicht weiß, wie ich hiermit weitergehe. Irgendwo. Ich weiß es auch nicht. Tja. Wir haben doch jetzt einen Kompass. Können wir den nicht nützen? Tja, also. Nee, können wir nicht. Trotz Kompass finden wir uns nicht voran. Das wird von Mal zu Mal lustiger. Tja. Muss mein Kompass noch irgendwie... Der Kompass zeigt nach Norden, wo jemandem wie mir alle Türen offen stehen. Tja, der Kollege schläft noch, der... Hier noch irgendwas... Ein Rätsel, was zu lösen gilt. Tja... Vielleicht mit Spot. Es bringt doch alles nichts. Dann kommen wir dort wieder raus. Wir haben doch den Kompass mit. Was ist denn jetzt hier auf einmal? Hä? Der Kompass zeigt nach Norden. Können wir vielleicht nach Norden gehen? Okay. Dafür haben wir Bruno. Tja, was... Den Kompass vielleicht hier mit kombinieren. Das eignet sich nicht, um Feuerdrachen anzulocken. Opa benutzt immer nur Wai-Eier als Köder. Tja. Wir können auch hier nirgendwo lang.
Tja. Oha, da ist den Laptop nicht stumm geschaltet. Der macht jetzt Sounds. Ich habe Benachrichtigung. Kompass. Der Kompass zeigt nach Nord, ist alles. Sind irgendwie mit irgendwas kombinieren oder was? Der Kompass zeigt nach Norden, wo es so kalt ist, dass sich niemand mehr erkälten kann. Ja. Der Kompass zeigt, wo sich die Menschen. Der Kompass, wo die Menschen. Der Kompass, wo jemand. Der Kompass, wo es so einsam ist. Der Kompass, das könnte die Memo an mich. Und zur Sicherheit auch die anderen Himmelsrichtungen. Was? Der Kompass zeigt nach Norden. Das könnte die Himmelsrichtung sein, in der eine wütende Bärenfamilie auf Rache sind. Memo an mich, den Norden weiträumig meiden. Und zur Sicherheit auch die anderen Himmelsrichtungen. Tja, aber wie? Der Kompass muss kaputt sein. Ich komme damit hier nicht. Komme hier nicht mit weiter. Das eignet sich nicht, um Feuerdrachen anzulocken. Opa benutzt immer Noah. Wissen wir. Ja. Da kommen wir wieder. Ich verstehe es nicht. Wir gucken auf den Kompass. Der Kompass zeigt nach Norden. Dort ist alles still. Dann nochmal beim Kreis. Das ist hier. Das ist. Dann kommen wir wieder hier zurück. Hä? Ja, du sagst es. Haben wir noch irgendwas vergessen? Ich habe Opas Kompass bekommen. Bei deinem Orientierungssinn wird dir das auch nicht viel helfen. Ich Vielleicht weiß. Solltest du dich am Wagen festbinden, damit du uns nicht verloren gehst. Ihr würdet doch jubeln, wenn ich verloren ginge. Ach ja. Und du? Der Kompass zeigt nach Norden. Dort ist alles schön. Tja. Da kommen wir wieder zurück. Hä? Was zum Henker? Das wird von Mal zu Mal lustiger. Ist das dieses Rätsel, von dem sie alle, von dem sie geredet haben? Was ich nicht verstehe. Dein Kompass ist kaputt, Opa. Danke für den Kompass, Opa. Kompass? Doch nicht um diese Uhrzeit. Bruno findet den Weg auch ohne Karte und sogar unser Zug. Man sagt, man bekommt Albträume, wenn man schief zum Erdmagnetfeld liegt. Aber daran scheint es bei mir nicht zu liegen. Ich habe Albträume in allen Himmelsrichtungen. Warum? Komm, das direkt nach Norden. Was? Der Kompass zeigt nach Norden, wo die Menschen noch wissen, wie man schweigt. Es muss wunderbar sein.
Wir drehen uns hier im Kreis. Das ist doch hier nicht wahr. Wir haben doch jetzt, wir haben jetzt hier einen Kompass. What the fuck? Das wird von Mal zu Mal lustiger. Fehlt uns noch irgendwas am Kompass, was wir irgendwie. Aber das ist wir können doch hier nicht. Der Kompass zeigt, wo es so einsam ist. Das haben wir schon probiert, haben wir schon alles. Im Wohnwagen noch irgendwas, was wir mitnehmen können? Nee, nicht wirklich. Tür nochmal. Tja, also. Haben wir hier noch irgendwas zu übersehen? Dass ich bisher aus unersichtlichen Gründen nicht gestoßen bin. Nee, hier haben wir eigentlich alles. Opa benutzt die Schaufel, um Zutaten für die Suppe aus dem Kompost auszugraben. Tja. Ich kombiniere alles mit allem. Ich möchte gar nicht wissen, ob. Spot braucht keinen. Er hat keinen. Ja, das wäre bestimmt so. Leider passt es nicht durch die. Ich möchte gar nicht wissen, ob das. Ich möchte gar nicht wissen. Ja. Mir gehen hier langsam die Optionen aus. Das ist ja skandalös. Ich blick's nicht mehr. Das hatten wir doch alles schon. Das noch auch mal. Wenn es so aussieht, der muss nicht mehr niesen. Wie zum Heck. Machen wir jetzt hier weiter. Ich hab keinen Plan. Ich hab keine Idee, was wir machen tun. Schon wieder im Kreis gelaufen. Das ist doch nicht wahr. Das wird von Mal zu Mal lustiger. Nochmal im Wohnwagen nachschauen. Tja. Können wir Spot vielleicht hier irgendwo mit. Das könnte tatsächlich klappen. Hey Spot, ich brauche deine Hilfe. Wir müssen den Bitte Ofen was? Aufbekommen. Nein. Du schaffst das? Okay, Spot hat jetzt. Spot jetzt hat, ist jetzt die Lösung oder was? Okay. Da werde ich jetzt nicht drauf. Geraum, Spot. Da liegt doch was im Ofen. Nicht ganz übel. Ich dachte mir schon, irgendwas muss doch an dem Ofen noch sein. Das kann doch hier keine. Okay, wir haben eine Schatulle. Hey, das ist doch Bens Schatulle. Und wir haben den Schlüssel dazu. Wait. Dass der Schlüssel zu Bens Schatulle ist? Ja, passt. Die Schatulle ist offen. Hey, wir haben eine Karte. Na, das musst du jetzt.
mit Karte und Kompass muss das doch jetzt gut gehen können, oder? Dann kommen wir jetzt dem. Er wird von Tag zu Tag schwieriger. Er ist noch jung. Er hat seine Aufgabe in dieser Welt noch nicht gefunden. Er sollte erst einmal seine Aufgaben hier im Zirkus erledigen, bevor er sich neue sucht. Ach übrigens, ich hasse euch, euch beide. Ich wollte das nur loswerden. Lasst euch nicht weiter stören. Ben ist heute nicht gut drauf. Halt den Rand, Opa. Halt einfach den Rand.